So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute am Mittwoch ist auch Raid Mania. Ich denke mal, ich werde es noch vor der Raid Mania hochladen. Ich habe zwar heute schon ein Video gemacht. Schon wieder. Es überhäufen sich die Ereignisse. Aber ich werde es trotzdem noch vor der Raid Mania hochladen. Denkt also dran, heute Abend in der Raid Mania, in der Raid-Stunde mit Samazenta mich einzuladen. Wenn ihr mit mir befreundet seid, da kann ich gucken, ob ich einen 100er kriege, noch ein paar XL-Bonbons sammeln. Und es ist die letzte Raid Mania in diesem Monat. Das heißt, heute Abend wird entschieden, wer ist der Raid Master von diesem Monat und bestimmt dann das Pokémon für den nächsten Monat. Das aber nur kleine Reihen, Spielereien, da weiß eh wieder keiner, um was es geht. Was ist das denn? Warum ist da ein Lavita und so Zeug? Ne, genau. So, ich freue mich auf eure Einladung und ab morgen dann also Deoxys in den Raids. Mal gucken, was das wird. Wird es aber wieder ein Community Raid dazu geben. Und jetzt nicht lang schnacken. Wir kommen zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei mir selber. Da bin ich nämlich mit Iva Pikant Glücksfreunde geworden. Master Gossi hat einen 100% Sakyan bekommen, also Seishen. Richtig genial. Ich habe auch Es, sie hat Es, ist ja in der Meisterliga auch gut. Ich habe gestern Abend aber mein Meisterliga-Team nochmal gewechselt, habe den Sakyan raus, habe die Jalga wieder rein. Seitdem habe ich deutlich mehr gewonnen als mit Sakyan. Ich weiß einfach nicht damit umzugehen. Mit die Jalga habe ich es dann geschafft, gestern wieder Rang 21 zu werden. Bam, kann ich mir wieder meine Top-Lade-TM jetzt gemütlich mitnehmen. Ich war davor auf 18 alles. Jetzt, so muss es sein, haben wir noch geschafft. Tick Fight AFK auch hier Glücksfreund geworden. Adi Glücksfreunde geworden. Dann haben wir den Dole Pi. Guck mal, Dole Pi. Vielleicht was für Raider Mittwoch, auch 100%, aber sag mal, Senta. Da bin ich ja gespannt, ob heute Abend in der Rage-Stunde noch was geht. Das ist auf jeden Fall auch cool. Crank. Glücksfreund geworden. Der Crank hat sogar in zwei Raids nacheinander 100er Sakyan und 100er Samazenta bekommen. Aber der schickt ja nie was ein für Raid am Mittwoch, sonst wäre er wahrscheinlich jede Woche Schocker der Woche. War nur im Fanchat. Die Leute, die im Fanchat sehen, bei Telegram haben das gesehen. Trotzdem Grüße an Crank. Wir haben ja auch einen Lucky Trade dann gemacht. Der hat halt immer kranke Statistiken, kranke Sachen, kranke Fänge. Dann Juell, die ja gerade zu Besuch ist, aber die ist gerade noch in ihrem Hotel. Wir wollen dann fix noch einkaufen, wollen dann heute Auflauf machen und müssen die Superliga-Aufgabe noch machen und heute noch ein Raid zusammen machen und alles. Aber erstmal nehme ich das hier auf. Die hat nämlich hier ihre Ausbeute vom GoFest. Es wird heute viele Ausbeuten vom GoFest geben, aber ich habe viele Sachen auch einfach weggelassen, weil du willst nicht 100.000 Mal Laukaps und Zirpurze sehen. Irgendwann ist dann mal gut. Das waren die ersten hier, die ich bekommen habe oder gesehen habe. Da ist eben Laukaps dabei, da ist auch Capoeira dabei. Capoeira auf jeden Fall richtig selten gewesen. Jetzt eigentlich immer noch selten, aber es häufen sich die Ereignisse, dass man das sieht. Hier hat sie auch zum Beispiel das Pikachu und einen Klick bekommen. Klick fand ich auch richtig genial. Konntest du ja eigentlich nur brüten oder aus Raids bekommen. Beim GoFest eben dann auch aus dem Rauch. Konnte auch shiny sein, da einen Shiny aus dem Rauch zu bekommen, war auch eine richtig coole Sache. Jenna hat uns gezeigt, ich glaube, da ist wer blind. Da hat nämlich der Victor Shiny Unknown P in der Wildnis gefangen. Sieht gar nicht aus wie ein P. Victor, du bist der Beste. Dann Andy Project, vielen Dank an Selal für die Einladung. Selal hat auch wieder 256 Bilder oder so geschickt. Wenn ihr wüsstet, was der geschickt hat alles, dann wäre ich auch bekloppt. Ich meine, dass man einmal einen Fehler zeigt, okay, dass man 300 Bilder von dem gleichen Fehler zeigt, finde ich schon ein bisschen übertrieben, aber habe ich ja nicht alles mit reingenommen. Jena noch hier, Shiny Bidiza, X-Bud, aus dem Abenteuerrauch, leider geflohen, aber fett mal so ein Brummer in der Luft zu sehen. Jena auch hier bei der Ausbeute. Incognito war mega interessant, Somniam war neu, das Pikachu auch richtig wertvoll, weil es ja eben nur da an diesem Tag gab. Dann 100er Familie voll von Yorklev, immer noch Jenna, dann hat sie gestern in der Spotlight-Stunde direkt entwickelt. Nun hat sie Mann und Frau, Weibchen hier vom Fasanob. Ne? Wer noch nicht drauf geachtet hat, die sehen wirklich sehr unterschiedlich aus. Entwickelt da wirklich mal Mann und Frau. Ladybar Shiny noch mitgenommen. Pogehanda, der hat das erste Mal Legend-Rang in GBL erreicht. Sehr cool auf jeden Fall, das was, was ich noch nie erreicht habe. Er hat sich das hier geholt. Auch hier ein paar Pikachus, ein paar Capoeiras dabei. Vegimax sehe ich da. Trattini, Kikli, Magma. Also auch ein bisschen GoFest-Ausbeute dabei. Chef hat auch Shinies gezeigt. Ich fand aber viel
interessanter hier dieses 100% ISO, was er gebrütet hat. Das ist das Highlight bei ihm. Deswegen möchte ich den Hauptaugenmerk auf das 100er ISO legen aus dem Ei. Kuselinchen auch. Klick, auch richtig geile Sache gewesen, habe ich schon gesagt. Tangela, Nokchan, Laukaps im Doppelpack, Pikachu, Shiny und dann 100er. Sodamark haben wir zwei Kuselinchen auch hier nochmal mit in der Wildnis gefangen. Nicht aus der Belohnung. Ich dachte auch, dass sie aus der Wildnis sind. Hier auch Somniam dann. Darüber habe ich mich am meisten gefreut, da ich es noch nicht hatte. Auch hier Capoeira, sieht man ja immer mehr. Marco FedEx hat wieder mal ein Galazapdos gefangen. Oder ist es sein erstes? Ich glaube, sonst hat er Fluchtbilder gehabt, jetzt ist es drin. Sören hat auch gleich mal Max Out Monday nachgemacht. Hier das Bibor 50 gepusht, das Schwalbinia 50 gepusht, das God of War auf 50 gepusht, 96er Glücks. Luigi Sarada hat mir auch viele Bilder geschickt. Ich habe jetzt nur das mit reingenommen, das sieht man seine Voltriant ausbeuten ein bisschen. Highlights hier auch Capoeira, Milza, Pikachu, Vegimark Shiny, für mich also das die Highlights. Daniel Love, 100er B Incognito, Klagenfurt am Wörthersee, dann Soda Cheetah Shiny hier, Moderpel Shiny, Flauschling Shiny, Somniam Shiny, Rudi Rüsselix, zum Angeben 200 beste Kumpel. Wer hat die Medaille schon auf Platin? Schreibt's mal rein. Chris hat vorher noch nie einen Galavogel gesehen, jetzt 21.02 Uhr den ersten, oh mein Gott, ist geflohen. 21.12 Uhr, 10 Minuten später, oh mein Gott, ist drin gewesen. Glückwunsch, ich habe noch keinen gefangen. Gestern habe ich einen Galalavados im Abenteuerraub gesehen. Mir ist der Ball irgendwie daneben gefallen dann. Das Ding ist auch irgendwie dann geflohen. Ich habe nur einen Pokéball gehabt in dem Moment. Ich wollte eigentlich goldene Beere, Hyperball, Isthmus. Ohne Beere, ohne Hyperball, nur mit Pokéball einfach. Hurra, mein Gott, und dann war es schon wieder weg. Das ging viel zu schnell. Kaiser Kai, zwei Shinies in kurzer Zeit auf der Landesgartenschau in Belitz. Ja, Riot ist eigentlich C-Day-Pokémon, ist jetzt nicht so krass. Als Shiny, das muss ich dazu sagen, 100er sind ja immer gut. Shinies vom Community Day oder die man am Community Day hätte kriegen können, finde ich da nicht mehr so krass. Das auch nochmal für Niklas, weil dann auch was kommt. Chanera hier noch dabei. Das sieht aus wie aus dem Ei gepellt. 100er Robball. Cooler Spruch. Aus dem Abenteuer raufbekommen. 100er Haspirohr. Das stand so im Zimmer. Das Girafarik Hydropi 100 noch bekommen. Skorgla, Queststabe wegen dem GoFest aufgeräumt. Das gefunden. Muss jetzt noch warten, bis ich Aquahop-Bitze für Hydropi bekommen kann. Genau, entwickel mal dein Skorgler zu Aquahobitzen Hydropi. Muss der Dart 100er der Text eigentlich? Wahrscheinlich. Dann hier 100er Sodamark, 100er Vegimark, auch aus dem Queststabel. Die beiden bekommen. Marco Jung, das ist doch mal was für Raider Mittwoch, oder? Endlich hatte ich mal Glück beim Lucky Trade. Shundo Milza. Ist auf jeden Fall cool. Das wäre fast erst der Schocker der Woche gewesen, weil viele das gerne hätten. Und als Max sagt, Shiny mit Lucky Hintergrund, das auch richtig genial und stark aussieht. Aber an sich ist es ein unnützes Pokémon. Und bei einem Lucky Trade hast du ja trotzdem eine sehr hohe Chance, einen 100er zu bekommen. Wenn du immer einen Shiny tradest, ne? Überhaupt, ach, red mal gar nicht erst. Ihr seht dann, was ich als Schocker der Woche genommen habe. Das hat mich in dem Moment gerade mehr angesprochen. Weil ich kann Shiny Milza auch gar nicht mehr sehen. Eiskorb Jens, Random Tausch für XL Bonbons, einfach Lucky 100 geworden, auch da. Das ist natürlich jetzt wertvoller, das Shundo, als das, weil das ist ja ein normales Pokémon als Lucky 100, als Lucky, als Schlucky, als Lundo. Und das ist aber eben als Shiny, also das wäre höher als das, um das mal fürs Verständnis. Dann der Sleepy hier, 100% Anego mitgenommen. Libera Forett, Shiny Flauschling, Bierschanga, auch Zapdos gefangen hier. Sleepy 100%, Uxi, also Selfe. Schade, dass er das nicht gepostet hat. Wir haben schon mal das gehabt mit Vesprit, 100% Vesprit, wild gesessen im Fanchat. Die Leute haben das gepostet, sind eskaliert. Manche konnten sich das dann auch holen, die zufällig in der Nähe waren. Das sehe ich jetzt das erste Mal, dass er als 100er irgendwo rumgesessen hat. Also leider verpasst, Zellal. Wo ich vieles wieder rausgelassen habe, aber hier, 100er Nidoran, dass es Lucky ist, seht ihr selber. 100er Gramurks, 100er Araqua, Lucky, Shiny Pinsir, Shiny Sichlor, Shiny Mediti, Shiny Zirpurzel. Da ist zwar viel dabei, was jeder in der großen Übersicht fürs GoFest schon geschickt hat. Ich finde aber diese einzelnen Bilder trotzdem irgendwie schöner.
weil der Hauptaugenmerk wirklich auf das Shiny gelegt ist, als eine weiße Übersicht mit 50 Dingern drauf und du musst dir dann zusammenkratzen, was ist was. Mogelbaum, Pikachu, Nocturne, Magma, Cognodon, Kleinstein, Kamaub, Tatignon, Schnuthelm, Burmi, Vadribier, dann Incognito X und wir haben 1337 Superbälle. Pipi, Somniam, Chanera, Anorit, Capoeira, Vegimag, Shiny Bisasam, aber wir haben 1337 Hyperbälle. Kickli, oder sieht doch schön aus, auch wie die Bilder immer festgehalten sind und gemacht. Fritzelblitz, Incognito, außerdem finde ich, ein Screenshot von einem Shiny im Fangbildschirm ist einfach was viel Cooleres, als nachträglich im Beutel zu sehen, der hat heute wieder 100 Shinies bekommen. Du weißt ja gar nicht, wie die gekommen sind. Hier hast du wirklich ein schönes Bild dazu im Fangbildschirm. Bäm, als wärst du live dabei und hättest das gerade selber drauf. Tangela, Dusselgur, Abenteuerrauch, ja, Shiny, Wetterboost. Wenn man das Logo der Deutschen Bahn auf den Kopf stellt, sieht man den Kunden. Das fand ich auch richtig genial. Die Deutsche Bahn und dann drehst du auf den Kopf und plötzlich, ah, die Deutschen Bahnkunden. Selalia nochmal Klick, 100 Glück, Selal, Sonnenkern, Shiny, Nagelotz erlöst. Endlich wieder im Handel erhältlich, Katzen. Warum nicht, nimmt man auch mit. Energiespartipp Nummer 5, sparen Sie Wasser und Gas, baden Sie mit dem Nachbarn. Der hat so eine tolle Frisur, mit dem würde ich auch baden. Dann nochmal hier 100er Lady Bar, Elke Kaiser. Habe ich auch nicht alles reingenommen, aber Shiny Click, Capoeira, Pikachu sind eigentlich eher fast so die Highlights, die du dann am GoFest noch mitnehmen konntest. Annika habe ich auch einiges rausgelassen, aber 100er Wolfrian muss rein. Der Kabelsalat, Shiny Capoeira noch, Shiny Grillmark, Shiny Cognodon, Fritzel Blitz. Ein 100er Zickzacks aus dem 7 Kilometer Ei gebrütet aus Meiningen. Das kam also wohl von mir. Ich weiß gar nicht, ob sie mit Pupsi befreundet ist, aber meine Geschenke kommen ja immer aus Meiningen in letzter Zeit, außer wenn sie aus Hibu kommen, verstehst du? Je nachdem, wo man halt ist, ist man halt dann und dann hat ihr wahrscheinlich das aus meinem 7 Kilometer Ei bekommen. Benjamin zeigt uns, jetzt pass auf, Benjamin Solo Raid Chabelle, 59 Sekunden, Duo Raid Mosquito, 125 Sekunden, Duo Raid Voltrian, 67 Sekunden, 100er Sonnenfell, Duo Raid Samazenta, 27 Sekunden, Seishin hat er auch probiert, hat er nicht geschafft, hat er gesagt, Lennart hat im Prinzip alle Duo Raids und Solo Raids auch probiert oder zusätzlich mit Jenna, ich habe nicht mehr alle wieder mit rein, weil wenn wir jetzt einmal gesehen haben, dass das Duo möglich ist, müssen wir es bei dem anderen nicht. Bei Lennart habe ich aber die Sachen, die er nicht hatte, mit rein. Das seht ihr gleich. Und vor allem, man muss ja nicht zeigen, dass die einen bei Mosquito nur noch 10 Sekunden übrig haben, während der andere 100 Sekunden übrig hat. Also da ist ja dann ein schlechterer Versuch. Trotzdem, Jenna und Lennart haben das ja gemacht. Er hat das auch, glaube ich, bei seinem Kanal. Wenn man das also hier sieht, würde man die Videos nicht gucken. So könnt ihr die Videos gucken, weil ihr es hier nicht seht. Shinox hat auch vieles gesendet, habe ich alles rausgelassen, war wieder das ganze selbe, was beim GoFest schon war, ist halt sonst viel zu langweilig, aber dieses 100% Mosquito habe ich mit rein, hat er ja auch nochmal beschriftet und gemacht, das sieht richtig genial aus, auch dass er sich selbst so gekleidet hat. Eigentlich müsste ich diese Klamotten tragen, ja, wenn ich das Teil so gut finde. Heiko hier auch 100er Chabelle mitgenommen, Thomas Speck, Lauchzulot 100, Thomas Speck, Seishin 100, das Gespräch mit Andreas ging weiter, es gab wieder mal ein Däumchen. Cumulus, eigentlich mag ich die Bilder nicht so, wenn das abfotografiert ist von einem anderen Handy. Da dachte ich aber, okay, 100er Geronimans gebrütet ist schon trotzdem cool. Charmian, auch so gefangen. Milzer, 100, auch gebrütet. Aus dem Raid, meine ich. Steht ja da. 100er Milzer, das kannst du nicht weg, das musst du zeigen. Aus dem Raid, wo Nera Shiny auch gebrütet, musst du zeigen. Natursekt. Als 100er Incognito beim Kurfest, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ist ja auch nicht so einfach, die in 100 zu bekommen. Ist ja außerhalb solcher Events ja unmöglich, würde ich ja mal sagen. Das fand ich gut. Habe ich aber auch etliches weggelassen, aber das fand ich gut. Auch noch beim Hofesabschluss eventuell 100er auf einer Quest und das hat mir auch noch gefehlt. Flauschling, 7 und dann hier. Ja, und ich weiß, du nimmst eigentlich keine Community Day Pokémons rein, auch wenn es schön 100er ist. Ist es ja wie gedacht ein Community Day Pokémon.
Kannst du auch ruhig weglassen, ist jetzt auch nichts Besonderes nach dem Community Day und allgemein ja auch nichts so Besonderes. Also kannst du machen, wie du möchtest. Nimm es mit rein oder lass ich draußen, mir egal. Ich hab's natürlich mit rein. Das ist ein 100er, wie gesagt. Community Day, Pokémon, Shinies. Lass ich meistens nachträglich raus, weil die jeder schon gesehen hat und die jeder eigentlich gefühlt hat. 100er sind doch was ganz anderes. Unabhängig davon, ob das ein Sieder hat oder nicht, ist ein 100er ein 100er. Jetzt sehe ich aber schon wieder komisch aus. Farblich, ne? So, Lennart, Duo 1 ohne den besten Attacken und ohne Wetterboost. Danke, Jenna. Seishin hat er Benny nicht geschafft, aber die haben Seishin geschafft. Deswegen kommt er hier rein. Ehre, wem Ehre gebührt. 4 Sekunden übrig. Dann Anego Duo mit Shenaya. 87 Sekunden Restzeit. Anego habe ich auch nicht beim Benny gesehen. Also hier Duo mit Shenaya. Kommt rein. Und das habe ich mit rein, weil er so eine schöne Dankesagung hatte. Danke Jenna, Marc, Pierre, Tobi für das spontane Aufnehmen in die Gruppe. Hat Spaß gemacht. Trotzdem Highlights hier drauf. Das Pikachu natürlich. Milza. Und dann das Pikachu. Das eine Pikachu ist sogar hier 98er Schein aus Dortmund. Passt. Rainy Stendal gerade gefunden. 100er zu Piris. Julchen. Ich habe am Finale ein Shiny Incognito aus dem Rauch bekommen. Und zwar das N. Es ist kein S. Es gibt doch kein S. Beim S und N. NS. Nadatusek. Sind wir wieder beim Thema. Mann, habe ich jetzt eine rote Nase. Guck mal. Ich habe ja so ein Glück. So viele Shiny Incognito N hat sie schon. Das ist doch toll, oder? So muss das aussehen. Jetzt ist es bestimmt trotzdem ein S. Es ist ein S. Ja, bin ich denn bekloppt? Vor allem S gibt es so. Es ist ein S. Red man nicht drüber. Streicht das Blitzdings weg. Mein erstes Rauch-Pokémon war direkt Shiny. Das war cool. Ein Pika gab es auch. Also mir hat Spaß gemacht. Also Julchen trotzdem auch zufrieden. Nach Julchen, Julian, Eisenstein, Julchen und Julian, Eisentetsch und Eisenstein. Also einfach mal das Pikachu, was es nur heute gibt in Shiny. Ja, Inkognito. Ha! N, stabil. Dann alles klar, jetzt die Purze Shiny, Henry Niggi, Ziel erreicht, Voltrian, Balu. Hat alle drei Vögel schon gesehen, sind alle drei geflohen. Ich habe zum Beispiel Arktos, habe ich noch gar nicht gesehen jetzt. Und ein Bild vom Kiesto. Evoli ist wie eine Kartoffel. An sich selbst ist es eigentlich schwach, aber es hat großes Potenzial, dass man daraus was machen kann. Aus Evoli kannst du so viele Formen machen wie bei einer Kartoffel. Du kannst Chips machen, du kannst Wedges machen, du kannst Twister-Kartoffeln machen, du kannst Aufläufe machen, du kannst gebackene Kartoffeln machen, du kannst Kartoffelbrei machen, du kannst Pommes machen, du kannst, ich weiß gar nicht was. Das ist Evoli. Danke Gäste für dieses Bild und jetzt natürlich noch der Schocker der Woche. So, die Sirenen haben den Schocker der Woche jetzt richtig angekündigt, denn der Schocker der Woche kommt dieses Mal von Haltet euch fest. Jetzt werdet ihr bestimmt enttäuscht sein, aber von Lost Lift. Ich fand das cool, weil das war das erste Mal in den Raids. Das war jetzt nur kurz da. Keiner weiß, wann es wiederkommt. Die Leute wollten unbedingt ein 100er. Ich wollte noch ein paar XL fürs erste 100er nach 9 Raids sammeln. Dann beim 25. Raid kam das zweite 100er. Das finde ich auf jeden Fall mega stark. 200% Voltriant. Und das bei insgesamt 25 Raids. Andere haben 250 und kein 100er, haben 1000 Raids und kein 100er. Hier dieses Pokémon, was trotzdem sehr beliebt ist, muss ich sagen, höre ich immer wieder, alle feiern das, ist mega beliebt, ist trotzdem auch nützlich. Elektroangreifer sind sowieso immer nützlich, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich das, hat mir am besten gefallen, das fand ich richtig cool. Machst du da ein paar Raids, oh 100, ach komm, ist er, oh 100, bam. Das hat mich überrascht, das fand ich richtig toll. Deswegen für mich, Schocker der Woche, Lost Lift mit seinen 200er Voltrians. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Denkt dran, heute Abend für Samazenta einzuladen. Morgen Community Raid mit Deoxys. Mal gucken, welches spontan als erstes nach 11 kommt. Ihr werdet es nicht wissen, ich werde es auch nicht wissen. So werden wir das mit dem Community Raid machen. Wir werden nicht alle vier Formen als Community Raid machen. Dazu habe ich gar keine Zeit, weil ich wahrscheinlich ab Donnerstagabend schon gar nicht mehr da bin. Aber wir werden Donnerstag ab 11 das erste Deoxys, was kommt, als Community Raid machen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.